Hey Leute, in dem heutigen Video zeige ich euch, wie ich meine Schminke neu umsortiere, alles neu sozusagen in meinen neuen Organizer reinlege. Doch bevor ich damit loslege, muss ich erstmal meinen ganzen Mist hier aufräumen. Wie man sieht, habe ich ganz, ganz, ganz viel Müll. Vieles muss da hier aber aussortiert werden und deswegen nehme ich euch da ein bisschen mit. Den Anfang macht auch schon direkt meine Schminkbox, in der sich all meine Schminke für den alltäglichen Gebrauch drin befindet. Vieles davon wird auch gleich in den Müll wandern. Hier hole ich einfach nur alles raus, was sich drin befindet. Die Produkte, die ich behalten möchte, wische ich hierbei mit einem feuchten Tuch ab und gehe dann nochmal mit einem trockenen drüber. Und all die Produkte, die ich nicht mehr brauche, die leer gegangen sind oder einfach nur so in der Box drin liegen, werden aussortiert. All meine Lippenstifte, Lipglisse, Stifte sowie auch Wimperntusche und Eyeliner werden mit dem Tuch nur von außen gereinigt und all meine Puderprodukte wie die Contourpalette, meine Bronzer und sonstige Puderartikel werden auch von innen gereinigt, damit das Ganze auch wirklich sauber wird. Als nächstes gehe ich über zu meiner Lippenstiftbox. Da hatte ich zwar bereits schon ein paar Lippenstifte drin gehabt und mit anderen Produkten zusammengemischt, aber jetzt bin ich auf die Blitzidee gekommen, meine ganzen Lippenstifte dort reinzustellen, was das Ganze wirklich ziemlich praktisch macht, da man hier auch wirklich jeden Lippenstift einzeln schnell rausnehmen und wieder reinstellen kann, ohne dass alles hierbei umkippt und alles wieder durcheinander aussieht. Bei der nächsten Box handelt es sich einmal um meine Wimpernbox. Da hatte ich bereits schon Wimpern drinnen gehabt, aber auch mit anderen Dingen. Jetzt habe ich mich aber dazu entschlossen, nur Wimpern dort reinzulegen bzw. reinzustellen, damit ich alle Wimpern auch schön griffbereit habe und ich auch nur in diesem Platz bzw. nur in dieser Box Wimpern drin habe und ich auch immer weiß, wo ich meine Wimpern wiederfinde. Hier habe ich die ganze Zeit umsortiert, weil ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden war und für mich das Ganze noch immer unordentlich aussah. Deswegen habe ich da die ganze Zeit die Sachen rumgeschoben, ja, bis ich dann endgültig mal zufrieden war mit der Reihenfolge, wie ich das sortiert habe. Als nächstes sortiere ich die meine DIY-Box. Da habe ich alles drin, Öle, Cremes, Haarwachsgele, Puder und alles Mögliche. Ja, damit ich auch wirklich auf alle Videoideen, die ich in meinem Kopf habe, vorbereitet bin. Das ist die nächste Box, die ich noch habe. Und zwar liegt da auch alles drin, was ich eigentlich nicht so wirklich brauche. Ganz, ganz, ganz viele Pinsel, meine DIYs, ja, einfach nur Dinge, die woanders keinen Platz hatten, habe ich einfach da reingelegt. In dieser durchsichtigen Schminktasche habe ich all meine Produkte drin, von denen ich mich nicht trennen konnte bei meinem letzten Aufräumzug. Da habe ich auch ganz, ganz viele Lipliner. Das war zu der Zeit, wo ich viel ausprobiert habe mit Liplinern, welcher dann am besten zu meinem Hautton passt. Ich habe ganz, ganz viele gekauft. Ich war süchtig danach. Das ist nur ein kleiner Teil, was ich da eigentlich da drin hatte. Die anderen farbenfrohen Lipliner habe ich alle weggeworfen. So, jetzt habe ich alles, was in den Müll kommt, einfach in die durchsichtige Tasche gepackt, weil es eigentlich viel zu viel geworden ist. Auch das ist eine Box mit den Sachen, die ich zum DIY
oftmals verwende, also zum DIYen oder wie man es auch sagt, verwende. Dort, ja, ist alles eigentlich mit dabei. Lippenstifte, Make-up, Rouge, Lipglosse, alles. Jetzt sortiere ich das Ganze einfach nur zu den richtigen Köpfchen sozusagen hinzu. Vieles davon kommt halt in den Müll. Kommen wir auch schon zu dem spannenden Teil, und zwar zum Befüllen des Make-up-Organizers. Der Grund, warum ich überhaupt meine ganze Schminke neu umgesortiert, aufgeräumt und aussortiert habe. Dort habe ich erstmal angefangen, meine Make-up-Fläschchen aufzustellen, meine Puderprodukte, dann die Paletten reihenweise. Auch hier habe ich sehr viel rumgespielt und vieles immer hin und her geschoben, weil ich mit der Aufstellung nicht zufrieden war und das Ganze so lange, beziehungsweise die Position so oft und so lange getauscht, bis ich dann endgültig mit dem Endergebnis zufrieden war. Und hier ist endlich das Ergebnis, wie ich das Ganze dann nun endgültig sozusagen sortiert habe bzw. aufgestellt habe. Und zwar beginne ich einmal mit der Foundation, also mit den Foundation-Fläschchen und dem Concealer in einem Bereich. Dann habe ich einen für die Augen mit Eyelinern, Wimperntusche und ja, Augenbrauenprodukten. Dann komme ich auch schon über zu meinen Liplinern, die ich allen einfach sozusagen aufbewahre. Dann zu meinen Lipgloss. Also beziehungsweise zu meinen Lipglossen, die ich immer verwende. Und nebendran bei den etwas breiteren Fächern habe ich die ganzen Lidschatten und Konturpaletten sozusagen nacheinander aufgestellt. Und im vorderen Bereich sind einmal meine Puderprodukte, so wie Rouge, Highlighter und Bronzer. Als nächstes habe ich hier meine Lippenstiftbox mit meinen ganzen Lipglossen und Lippenstiften. Dann die Nagellackbox, wo meine ganzen Nagellacke drin stehen. Und zum Schluss einmal die Wimpernbox. Da habe ich alle meine Wimpern. Das ist meine DIY-Box. Da habe ich alle Öle und Nägel und was habe ich da noch? Ach, alles Mögliche, was ich halt für die Videos brauche oder halt auch allgemein. Das ist einmal der ganze Müll, der sozusagen wegkommt. Sehr, sehr viel, wirklich sehr viel Mist. Das sind einmal die Pinsel, die natürlich nochmal gewaschen werden müssen. Es sind wirklich super viele. Davon brauche ich wirklich nur zwei, drei eigentlich, die ich auch wirklich regelmäßig nutze. Der Rest kann eigentlich schon in den Müll. Hier zeige ich euch nochmal, wie ich diese ganzen Boxen in meinen Schrank reinsortiert habe. Und zwar befindet sich einmal die Hauptbox, die ich immer zum Schminken rausholen werde. Ganz links. Dann sind daneben einmal die Lipglosse, beziehungsweise die Lippenstiftbox. Unten meine ganzen DIY-Sachen. Und die Pinsel werden natürlich nochmal hinzugesortiert, wenn ich sie gewaschen habe. Und wenn ich mich anfange zu schminken, hole ich halt die, wie gesagt, die ganze Box heraus und suche mir dann separat die ganzen Lipglosse oder Wimpern halt raus von den ganzen Boxen, die ich zum Schminken für den Tag benötige. So Leute, das war es eigentlich auch schon von mir. Ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze gefallen und ich konnte euch zu der einen oder anderen Sache von mir inspirieren, wie man seine Schminke neu umorganisieren kann. Und ansonsten hoffe ich, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!